Herzlich willkommen heute am 4. Dezember zum 4. Türchen. Heute habe ich Ihnen ein Stück eines französischen Komponisten mitgebracht, Claude Balbastre. Er lebte im 18. Jahrhundert. Von ihm sind einige Orgelstücke überliefert, aber eben auch eine sehr kuriose Begebenheit. Zu einer kuriosen Begebenheit kam es im Jahr 1762, als der Erzbischof von Paris ihn in der Weihnachtszeit mit einem Spielverbot an der Orgel belegte. Da es zu tumultartigen Szenen von Seiten des Volkes gekommen war, welches wegen Balbastres Spiel die Kirche nicht für die nachfolgenden Messen räumen wollte. Ich lege auf den Unterschied Wert, dass nicht ich das Spielverbot bekam, sondern Herr Balbastre.